Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute möchte ich auf Fragen eingehen, die ihr mir auf verschiedenen Plattformen gestellt habt. Ich will also auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe mir einige eurer Fragen herausgeschrieben. Ich kann natürlich nicht alle Fragen in epischer Breite beantworten. Dann machen wir lieber nochmal ein zweites oder drittes Video dazu. Sondern ich will heute auf ein paar Fragen eingehen, die auch aktuell und relevant sind. Als erste Frage möchte ich gerne folgende nehmen, und zwar, also ich weiß jetzt nicht mehr, wer welche Frage gestellt hat, ich gehe jetzt einfach die Fragen so durch, weil man manchmal auch verschiedene Fragen aufgrund ihrer Ähnlichkeit zusammenfassen kann. Es wurde zum Beispiel nach der Oppositionsrolle der NPD gefragt in der Covid-Angelegenheit, und es gibt eben ganz unterschiedliche Standpunkte. Die einen sagen, das ist tatsächlich alles ja nicht so ohne, und die anderen beklagen sich darüber, dass man seiner Oppositionsrolle nicht gerecht würde, weil man nicht mal so richtig auf den Pudding haut bei dieser Thematik. Das Problem liegt einfach darin begründet, dass die Bandbreite von jenen, die in Covid tatsächlich das größte Unheil dieser Erde sehen, bis zu jenen, die also davon ausgehen, dass uns irgendeine weltweite Superverschwörung Nanobots implantieren will, sehr breit ist. Also diese Bandbreite ist enorm groß, und man kann es in dieser Angelegenheit eigentlich kaum jemandem recht machen. Was auch gar nicht unsere Aufgabe ist, nur weil wir Oppositionspartei sind, sondern unsere Aufgabe ist es, zu hinterfragen, zunächst einmal auch, also auch unsere Rolle ist, zu hinterfragen, was die Bundesregierung tut und wo ihre Versäumnisse liegen, um darauf aufbauend zu erläutern, was wir gegebenenfalls anders machen würden. Oppositionsrolle heißt aber nicht, dass wir immer mit jeder noch so abstrusen und kruden, ja, ich muss den Begriff einfach verwenden, Verschwörungstheorie auf die Bundesregierung reagieren, nur um ein Höchstmaß sozusagen an vermeintlicher Oppositionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Also Opposition heißt nicht, dass man immer mit dem denkbar größten Hammer auf die Regierung einschlagen muss, sondern dass man das schon auch im Rahmen einer ja, vernünftigen Kritik tun sollte. Und ich sage das ganz offen, auch innerhalb der Nationaldemokratischen Partei gibt es hier eine doch ausgeprägte Bandbreite an Meinungen. Ich glaube, worin sich aber alle einig sind, ist, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was Covid-19 mit sich bringt, jetzt irgendwelche diversen Mutationen einmal eingeschlossen, und den Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, beziehungsweise auch der Transparenz der Maßnahmen, die zu denen gegriffen wird. Ich habe ja bereits einen oder auch schon zwei Filme zum Thema Covid-19, Corona im Allgemeinen gemacht und darin auch erläutert, was ich für das eigentlich Wesentliche halte. Und ich glaube, da sind sich alle oder die meisten auch innerhalb der NPD einig, dass die Maßnahmen, die Transparenz der Maßnahmen und auch die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist. Und das ist auch etwas, was ich persönlich kritisiere, aber auch was aus der Corona-Problematik folgt. Nämlich nicht nur, dass wir jetzt Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen oder dass irgendwelche Kilometerbegrenzungen gelten, sondern das eigentliche Problem ist, dass verschwiegen wird, was hinter Corona steckt. Nämlich einmal die Globalisierungsproblematik, dann die Problematik, dass unser Gesundheitssystem total kaputt gespart wurde. Und das Gespräch hatte ich gerade erst mit einem Nutzer online, dass, wenn man sagt, wir haben Engpässe im Gesundheitswesen,
dass irgendwelche Intensivstationen überfüllt wären, dass das Personal im Gesundheitswesen überlastet wird, das ist ja immer eine Frage des Bezugssystems, des eigenen Standpunktes oder des Standortes. Es ist ja nur deswegen überlastet, weil schlicht und ergreifend zu wenig Ressourcen vorhanden sind. Hätte die Bundesregierung oder hätten die Bundesregierungen der letzten Perioden eben diese Sparmaßnahmen nicht vorgenommen, hätte man das Gesundheitswesen nicht in dieser Art und Weise in großen Teilen privatisiert, sodass hier also Profitinteressen vor den Interessen der Bevölkerung stehen. Und hätte man nicht Krankenhäuser geschlossen, hätte man nicht Personal eingespart und so weiter und so fort, dann gäbe es diese Engpässe ja in dieser Form heute nicht. Das heißt, wir könnten eine, nach meiner Ansicht, relativ leichte Pandemie, wenn man sie überhaupt so bezeichnen will wie Corona, durchaus locker handeln. Wenn man aber die Maßnahmen ergriffen hat, die man eben ergriffen hat und jetzt zu wenig Personal, zu wenig Ressourcen vorhanden sind, dann ist man eben in diesem Engpass, ganz klar. Ja, also wenn ich mit 8 Leuten irgendwo hinfahren will, aber ich habe nur einen kleinen PKW, dann passen die da eben nicht rein. Ich brauche also ein größeres PKW, um dort hinzukommen, um alle Leute mitzunehmen. Ein enormes Versäumnis auf jeden Fall der Bundesregierung ist, dass sie jetzt monatelang über den Sommer hinweg offenbar geschlafen hat. Die haben einfach gar nichts getan. Die haben den Winter einfach auf sich zukommen lassen. Oder aber, diese Vermutung kann man natürlich anstellen, und das halte ich auch nicht für eine Verschwörungstheorie, ist, dass man ohnehin darauf aus war, diese Maßnahmen zu ergreifen, weil man nicht ins Gesundheitssystem investieren will, weil man bestimmte Privatisierungsmaßnahmen nicht zurückdrehen will und so weiter und so fort. Also es bleibt schon die Frage, warum die Bundesregierung über viele Monate hinweg in 2020 einfach keine Maßnahmen ergriffen hat, an der Situation strukturell etwas zu verbessern. Und das ist eine Kritik, die muss es sich natürlich gefallen lassen. Der zweite Punkt ist, wie ich bereits sagte, die Art und Weise, wie Maßnahmen kommuniziert werden, also die Transparenz der Maßnahmen, die meiner Auffassung nach vollkommen intransparent sind und auch unverhältnismäßig sind, weil sich überhaupt nicht genau erkennen lässt, ab welchem Wert oder ab wie vielen Toten, ab wie vielen Infizierten, ab wie vielen Erkrankten jetzt welche Maßnahme real oder vermeintlich notwendig wäre oder auch nicht. Das heißt, es wird einfach gesagt, wir suchen uns jetzt irgendeinen Wert raus und wenn der irgendwo ist, und dann machen wir irgendwas. Das ist natürlich nicht ausreichend und das gibt der Bundesregierung weitreichende Handlungsmöglichkeiten an die Hand, hier zumindest dem ersten Anschein nach und auch dem zweiten willkürlich zu verfahren. Und dann muss sich die Regierung natürlich auch eine entsprechende Kritik gefallen lassen. Es gibt also durchaus erhebliche Aspekte bei der Corona-Thematik, auch im weiteren Umfeld, die mehr als kritikwürdig ist. Aber Opposition heißt eben nicht, dass wir jetzt gleich hier irgendwelche skurrilen Dinge annehmen und die auch dann so kommunizieren, nur weil das, ich sag mal, der größtmögliche Hammer wäre. Ich finde, wir sollten Kritik an den Stellen äußern, an denen sie angebracht sind und die ein Otto-Normalbürger auch nachvollziehen kann. Und das ist eben, warum werden Gaststätten geschlossen? Warum werden Kleingewerbetreibende systematisch in den Ruin getrieben, während große Ketten ihre Läden offen haben? Warum wird die Gastronomie bestraft? Warum werden die Fitnessstudios bestraft? Warum werden all diese Leute bestraft, die sich über Monate an die Hygienevorschriften gehalten haben, die investiert haben und bei denen nachweislich es eigentlich gar nicht zu Hotspots kam oder zu besonderen Schwierigkeiten kam, aus denen dann große Infektionsgeschehen hervorgingen,
sondern die eigentlich für diese Maßnahmen ja nichts können. Es stehen hier viele Tausende, ja, 10 oder sogar 100.000 Existenzen auf dem Spiel, weil die Bundesregierung ihre intransparenten Maßnahmen auf dem Rücken derer ausbreitet, die sich eigentlich auch noch sogar an die erlassenen Regeln gehalten haben. Und da sollten wir einhaken, da sollten wir auch mit Blick auf die kommenden Monate entsprechend agieren, weil die massiven Pleitewellen, wie auch Adler jetzt gezeigt hat, aber wie gesagt auch viele Kleingewerbetreibende, Einzelunternehmer, die kleine Läden haben oder hatten, diese Pleitewellen, die kommen ja jetzt erst richtig ins Rollen. Auch solche Geschichten wie, dass man von der Anmeldung von Insolvenzen erstmal verschont bleibt für einen Monat oder weiß der Teufel, was die da jetzt noch im Nachgang erlassen. Das ist ja Unfug, ja, das verschleppt das ganze Problem ja nur, genauso wie die damit zusammenhängende Finanzkrise, die vor uns steht, auch nur verschleppt wird. Wir erleben das ja gerade, die Zinsen fallen immer weiter, die Zentralbanken drucken Geld ohne Ende. Das heißt, der Wert von eigentlich werthaltigen Gütern, der sinkt immer weiter. Die Inflation, ja, die schreitet immer weiter voran. Und wir haben das jetzt von mehreren Experten, Finanzexperten, auch auf großen Medien, egal ob das jetzt bei NTV, bei Spiegel oder sonst wo war, im Handelsblatt, die in letzter Zeit immer öfter und sehr deutlich sagen, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt. Und jetzt kann man natürlich wieder spekulieren, ob mit Hilfe von Corona und entsprechenden Maßnahmen dieser Finanzcrash kaschiert werden soll, um auf dem Rücken dieser Pandemie sozusagen das Finanz- und Währungssystem neu aufzubauen. Ja klar, das kann sein. Das ist aber etwas, wisst ihr, ich bin kein Freund davon, mich mit Dingen allzu sehr auseinanderzusetzen, für die ich keine Belege habe. Klar ist das möglich und das ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich kann aber nur bestimmte Dinge beobachten und sie dann anhand von Fakten bewerten. Ich glaube auch, dass die Corona-Pandemie, also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass es eine ernst geglaubte Pandemie sein soll, dann wird sie zumindest ja, in Bezug auf das Finanz- und Währungssystem, ich will nicht sagen mit Freude gesehen, aber sie hilft in dieser viel größeren Krise, die hinter Corona steht, also dieser gigantischen Finanzblase, die da immer weiter aufgeblasen wird, da ist es schon, ja, muss man schon so sagen, eine Hilfe, die kaschiert, was, wie gesagt, dahinter alles so abläuft. Denn im Zuge der Corona-Pandemie, das muss man ja auch mal sehen, alle kümmern sich irgendwie nur um Mund-Nasen-Schutz, kümmern sich nur in ihrem privaten Bereich, wo darf ich hin, mit wem darf ich mich treffen, wie viele Kilometer darf ich überhaupt mich noch von meinem Wohnort entfernen. Das ist ja im Moment, sind ja die bestimmenden Themen, die tatsächlich auch nicht irrelevant sind, aber die natürlich von den gigantischen Problemen, die auf uns warten, auch ablenken. Allen voran natürlich die gigantische Finanzkrise, die unaufhaltsam auf uns zurollt. Wir werden also noch weitere Minuszinsen erleben, denn wo will die Zentralbank oder wo wollen die Zentralbanken denn sonst noch hin? Man kann die Zinsen nicht anheben, weil man damit institutionelle Anleger und Kreditgeber und so weiter in den Ruin treiben würde. Man nimmt halt lieber den anderen Weg in Kauf, der auch eigentlich der einzige gangbare noch ist, nämlich die normalen kleinen Anleger zu enteignen, denn Minuszinsen sind ja nichts anderes als Enteignungen. Am Immobilienmarkt erleben wir das auch. Die Leute freuen sich vermeintlich, weil die Immobilienkredite günstig werden, aber dafür steigen ja die Preise, die realen, oder was heißt die realen, die Preise am Markt steigen einfach in Euro.
Und am Ende bezahlt man ja nicht weniger. Durch die Problematik, dass viele jetzt insolvent werden, kommt es natürlich zusätzlich zu Enteignungen und die Banken machen die Kredite, die ausfallen, dann einfach zu Sachwerten. Also reißen sich dann einfach, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Immobilien unter den Nagel. Also da kommt viel mehr auf uns zu als nur irgendwelche Nasenbedeckungen, ob das jetzt einfache Stofffetzen sind oder FFP2-Masken, das ist alles, natürlich, das ist alles sehr ärgerlich, aber das, oder irgendwelche Impfstoffe, das ist auch noch ein sehr relevantes Thema, aber das ist schon auch nur irgendwo eine Ablenkung von dem, was da tatsächlich auf uns zukommt. Im Bereich Finanzen, Währung und Wirtschaft. Gut, das habe ich jetzt auch schon wieder viel ausführlicher gemacht, als ich eigentlich wollte. Ich will auch nicht großartig rumschneiden. Ich lasse auch, wenn ich jetzt ein paar Versprecher drin habe oder auch das ein oder andere im Nachgang vielleicht ein bisschen anders formulieren wollte, ich lasse das jetzt einfach so drin. Man kann das ja vielleicht in den Kommentaren nochmal ergänzen, aber ansonsten bleibt das jetzt einfach so, wie ich es jetzt frei runter erzählt habe. Dann wurde gefragt bezüglich der Bundestagswahl, ob die NPD zur Bundestagswahl antritt. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Ich will das auch gar nicht groß verheimlichen. Das hängt im Wesentlichen jetzt eben auch von den Rahmenbedingungen ab. Es ist für kleine Parteien außerordentlich schwierig, zu einer Bundestagswahl anzutreten, wenn sie nicht in einem Parlament mit mindestens 5 Abgeordneten vertreten ist, weil sie dann rund 30.000 Unterstützungsunterschriften sammeln muss. Das ist nach Bundesländern unterschiedlich gestaffelt, aber 30.000 Unterschriften zu sammeln, das ist echt eine enorme Herausforderung. Und in Zeiten von Corona sowieso, weil man sammelt diese Unterschriften ja zum Großteil auf der Straße, bei Passanten, also bei Leuten, die man draußen trifft. Das ist jetzt ohnehin sehr eingeschränkt und man kann sich ohnehin auch nur eingeschränkt bewegen, Leute ansprechen. Das ist also alles viel schwieriger. Zwar haben jetzt einige Bundesländer die Hürden gesenkt. In dem einen Bundesland muss man nur 50% Unterschriften sammeln, in anderen wird auf 25% verzichtet, das ist unterschiedlich. Und da sind wir jetzt am Prüfen, ob man gegen diese Regelung im Allgemeinen nochmal vorgehen kann. Dazu bedarf es aber noch einiger Schritte innerhalb der Partei und dann werden wir das schlussendlich entscheiden. Wir werden das dann auch noch entsprechend bekannt geben. Das bleibt abzuwarten. Dann war eine Frage, die sehr häufig aufkommt, nämlich nach der Vereinigung aller Rechten, aller Patrioten, aller Nationalisten. Ja, das ist ein Gedanke, der uns im Grunde alle schon immer umtreibt. Natürlich wäre es sinnvoll, alle Patrioten unter einem Hut zusammenzufassen, zu vereinigen, damit man dann auch eine entsprechende Schlagkraft hat. Das Problem ist, dass im Kosmos der Nationalisten, Patrioten oder wie man sich dann auch immer nennen will oder wo man seinen Schwerpunkt hat, das sehr schwierig ist. Jeder sieht sich so ein bisschen als den Mittelpunkt des nationalen Universums. Allerdings will ich auch entlastend für die Nationaldemokraten sagen, dass wir dieses Angebot zur Kooperation immer wieder gemacht haben. Die AfD jetzt hier mal ausgenommen, die kocht ohnehin ihr eigenes Süppchen und mit einem Parteivorsitzenden Meuthen oder auch mit einer Weidel ist die Vereinigung mit anderen nationalistischen Gruppen ohnehin völlig abwegig, weil die das kategorisch ausschließen. Aber auch mit anderen ist es einfach schwierig, weil rechts der CDU ist halt nicht alles sozusagen total gleich. Da gibt es halt auch nochmal schon enorme Unterschiede in den Schwerpunkten. Ich weiß, man sollte sich auf wenige wirklich wichtige Kernfragen konzentrieren, also auf
wie zum Beispiel die NPD das in ihrem Programm bezeichnet, nationale Souveränität, Identität und Solidarität. Das wäre jetzt quasi so ein Fundament, auf das sich meiner Ansicht nach alle rechts der CDU berufen könnten, weil wenn man das schon nicht will, dann wie gesagt, ist man schon eigentlich irgendwo im Fahrwasser der sozialdemokratisierten CDU. Aber auch das ist eben sehr schwierig. Also wir haben immer gesagt, wir heißen jeden herzlich willkommen, auch nur zu Gesprächen, der mit uns kooperieren will. Das gilt nach wie vor. Und ja, da stehen unsere Türen genauso wie unsere Ohren offen. Wir sind da gerne zu Gesprächen bereit. Was Querdenken oder diese Querdenker angeht, das ist nochmal ein etwas anderes Thema, weil die auch politisch oft ganz anders gepolt sind. Man kann jetzt natürlich auch so eine Art Querfront bilden, das heißt für ein einziges Thema, wenn es um Freiheitsrechte, bürgerliche Freiheitsrechte geht oder wenn es jetzt nur um das Thema Impfen geht, eine Kampagne zum Thema Impfen oder um andere spezifische Themen, dann kann man natürlich mal eine solche Querfront bilden, aber ansonsten ist das politische Feld dort so heterogen, dass man das einfach nicht unter einem Hut zusammenfassen kann. Also man muss schon zum gewissen Teil ein Weltbild und eine Weltanschauung teilen. Ansonsten sind da auch Streitigkeiten und interne, ja, ich sag mal, Explosionen vorprogrammiert. Ja, dann haben wir noch eine Frage, und zwar wollte jemand wissen, wie die NPD zu Menschen mit Behinderung steht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage erschließt sich mir nicht ganz. Also ich persönlich und auch die NPD, wir haben für uns bilden Menschen mit Behinderung jetzt nicht irgendwie eine besondere Kategorie in unserer Weltanschauung. Die sind eben in aller Regel, deswegen haben sie ja eine Behinderung, in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt, egal ob das jetzt körperlich oder geistig ist, da muss man dann eben entsprechend damit umgehen. Die bilden aber für uns jetzt nicht irgendwie eine besondere politisch zu betrachtende Kategorie. Insofern weiß ich jetzt nicht genau, wie ich mit der Frage umgehen soll. Also das sind für uns ganz normal Menschen, die alle anderen auch. Die müssen halt versuchen, in ihrem Alltag irgendwie zurechtzukommen mit mehr oder weniger Hilfe. Die sollten auch eine entsprechende Unterstützung erfahren. Das Ganze wird natürlich dann schwierig, oder das ist jetzt meine persönliche Meinung, das Ganze wird natürlich dann schwierig, aber das lässt sich natürlich auch nicht wirklich eruieren, ob jemand mit geistiger Behinderung, ja, wie soll ich das ausdrücken, ein Bewusstsein dafür hat, ob er geistig so stark eingeschränkt ist, dass ihm seine Behinderung bewusst ist, oder ob er seine Umwelt und sich selbst, das ist ja dann oft auch das, wovon man sagt, was Intelligenz oder ein menschliches Individuum ausmacht, ob er sich seiner selbst bewusst ist, dann ist es natürlich ein totaler Pflegefall, und dann muss das natürlich auch irgendwie entsprechend behandelt werden. Man muss sich um ihn kümmern, da bedarf es natürlich entsprechender Einrichtungen. Aber die Frage impliziert natürlich irgendwie, ob man, ich sage das jetzt mal ganz offen, aufgrund irgendwelcher Klischees annehmen würde, die NPD hielte das für unwertes Leben. Also in unserem Sinne ist jedes Leben ein wertvolles Leben, und es wird auch nicht, und wir bestimmen auch nicht, ob irgendein Leben wertvoll ist, lebenswert ist, oder ob ein Leben vernichtet werden kann oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Also das kann ich ganz klar beantworten. Das ist nicht die NPD. Das ist nicht unsere Weltanschauung. Wir sind nicht Richter oder Anwalt dieses oder jenes Lebens. Das muss dann im jeweiligen Umfeld irgendwie organisiert werden oder muss politisch organisiert werden. Ansonsten
muss man auch unterscheiden, ob jemand mit Behinderung geboren ist, ob es aufgrund eines Unfalls dazu gekommen ist. Das ist dann aber ein, ja, das ist ein so komplexes und schwieriges Thema. Da bedarf es vieler Einzelbetrachtungen, aber ansonsten kann ich nur wieder sagen, also Menschen mit Behinderung sind für uns jetzt nicht irgendwie eine besondere Kategorie, die wir besonders betrachten. Ich kann nur sagen, wir stehen, ich sag mal, allumfassend für das Leistungsprinzip und wir sind davon überzeugt, dass sich jeder irgendwie in diese Gemeinschaft einzubringen hat, nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir sind also nicht der Auffassung oder wir vertreten nicht, dass die Weltanschauung, wie das meiner Ansicht nach alle anderen Parteien tun, die für eine Gleichmacherei stehen, die zum Beispiel, wie die SPD damals gesagt hat, Abitur für alle oder dies für alle oder das für alle oder alle müssen das können oder können sollen oder wie auch immer, also das, wo quasi alles für alle gleich ist, das ist meiner Ansicht nach lebensfremd und auch lebensfeindlich, sondern jeder muss das beitragen, was er nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten beizutragen hat und daran ist er dann auch zu messen. Und wenn jemand aufgrund einer Behinderung eben nur eingeschränkt leistungsfähig ist, aber nach seiner Fähigkeit und Fertigkeit 100% abliefert, dann hat er seine 100% erfüllt. Dass er nicht 100% wie ein Leistungssportler oder wie ein total intelligenter Mensch beitragen kann, das ist ja klar. Es geht darum, was er nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten beitragen kann. Dabei will ich es auch belassen. Wie gesagt, ich habe in diesem Filmchen darauf verzichtet oder ich werde, noch bin ich ja hier am Drehen, wenn das abgedreht ist, werde ich darauf verzichten, irgendwas rauszuschneiden. A, kostet mich das zu viel Zeit und zweitens, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, wenn ihr wirklich hören könnt, was ich also ad hoc so mir von der Leber rede und wie ich eure Fragen beantworte. Ich will nichts schönen, ich will nichts verklausulieren, sondern ich will das einfach so beantworten, wie es mir in den Sinn kommt. Ich habe das jetzt auch nicht irgendwie großartig vorbereitet. Ich habe mir nur hier ein paar Fragen notiert, die ich beantworten will. Und den Rest werden wir dann im nächsten Film beantworten. Ihr könnt mir auch unter dieses Video weitere Fragen schreiben, auf die werde ich dann im nächsten Film eingehen. Vielen Dank für eure Fragen bis hierhin, für euer Interesse. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.